Hallöchen und herzlich willkommen bei Sonntags mit Lillis. Und zwar dem ersten Sonntags mit Lillis, wo wir zusammen ein Bildchen malen. Und wie ihr schon so präsentativ seht, geht es heute um den Tiger. Warum der Tiger? Das möchte ich euch kurz erklären, denn am 1. Februar beginnt das chinesische Jahr des Tigers. Und das habe ich mir zum Anlass genommen, heute mit euch ganz entspannt so einen fluffig, flauschigen Tiger zu malen. Ihr braucht hier gar keine große Angst zu haben. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, das ist nicht schwer. Klar, wenn man so ein bisschen die Technik beherrscht, kommt man vielleicht leichter zum Ergebnis. Ich möchte euch mit der Skizze schon helfen, euch proportional auf jeden Fall ein niedliches Tigerchen zu malen. Der Tiger steht dieses Jahr für Mut, Durchsetzungskraft, Selbstbewusstsein, Abenteuerlust und Risiko. Mit einher, was man vielleicht auch noch einbinden könnte, geht das Element Wasser und das steht zusätzlich für Fülle und Fruchtbarkeit. Ich habe schon öfter mal geguckt, aber irgendwie vergesse ich es immer wieder. Ich bin 1987 geboren und das ist zum Beispiel das Jahr des Hasen mit dem Element Feuer zusammen. Und das steht für Weitherzigkeit, Klug, Flexibilität und ungewohnten Meinungen. Wie das zu verstehen ist, das weiß ich nicht so ganz genau. Vielleicht, dass man nicht immer d'accord geht mit den anderen. Weiß nicht, ob ich mich selber da so einsetzen würde in dieser Schiene. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wenn du mal wissen willst, was dein chinesisches Tierkreiszeichen ist, dann schau das mal unbedingt nach. Dazu brauchst du einfach nur chinesisches Jahr und deine Jahreszahl googeln, also dein Geburtsjahr. Nächstes Jahr ist übrigens wieder Jahr des Hasen, 2023, aber wir sind heute hier, 2022, mit dem Jahr des Tigers und deswegen malen wir hier heute einen Tiger. Ich war selber überrascht von dem Ergebnis, weil ich mir dachte, ob das so wird. Ich möchte kurz mit euch die Materialien durchgehen, die ihr braucht. Also, als erstes brauchen wir natürlich ein Blatt Papier, ein Bleistift. Wozu wir den zweiten Bleistift brauchen, das zeige ich euch gleich. Und gegebenenfalls ein Radiergummi, falls ihr euch vermalt oder irgendwas nicht so passt, wie ihr das wollt, dass ihr das wieder wegmachen könnt. Im weiteren Verlauf brauchen wir noch Aquarellfarben bzw. wasserbasierte Farben. Also da könnt ihr gerne nutzen, was euch lieb und vertraut ist. Achtet bitte nicht so sehr auf meinen Aquarellkasten hier oben. Da sind ganz viele weiße Sprenkel drin. Ich habe nämlich ziemlich viel Schnee gemalt in den letzten Tagen. Und ja, da musste mein Aquarellkasten ein bisschen leiden. Was aber nichts den Farben antut. Des Weiteren brauchen wir zwei Pinsel. Ich habe hier ein Verwaschpinsel in der Größe 0 und einen Schlepper in der Größe 2. Wenn ihr wissen wollt, welche genau das sind, die schreibe ich noch in die Beschreibung unten mit rein. Ihr braucht jetzt aber nicht speziell diese beiden Pinsel. Es reicht, wenn ihr auch einen etwas größeren Pinsel habt, der ein bisschen mehr Farbe und ein bisschen mehr Wasser fasst und natürlich auch einen kleinen oder einen schmalen Pinsel, mit dem ihr schöne, fransige Details hier auch malen könnt. Ne? Und es müssen nicht speziell diese beiden Pinsel sein. Gut wäre noch eine Mischpalette, weil wir auch ein paar Farben mischen und natürlich Wasser und ein Tuch zum Abstreichen. Und das war es dann eigentlich schon. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der Skizze. Ich habe jetzt hier mal die Skizze, die ich angefertigt habe, um zu gucken, wie wir das hier malen wollen, habe ich jetzt einfach mal hier mit beiliegen, denn wir arbeiten hier mit ganz einfachen geometrischen Formen. Und zwar, wir beginnen mit dem Kopf und den Rest bauen wir da quasi ran. Der Kopf, der ist rund. Ja, also ein Kreis, der muss nicht perfekt sein, aber ungefähr so ein bisschen rund. Ja. Dann geht es weiter mit der Schnauze. Und zwar mit dem unteren Teil hier. Und da malen wir jetzt nicht alles separat einfach so in Linienform rein, denn wir malen weiter mit geometrischen Figuren. Und zwar hier unten ist das eher ein Oval. Ja. Ja, ein kleines Oval. Und das kann jetzt auch ruhig alles ein bisschen strichig sein. Das ist gar nicht so dramatisch. Und in das Oval zeichnen wir hier noch die Kreise rein. Für die Schnauze, wo nämlich hier die Nase hinzukommt. Und jetzt seht ihr schon, das fügt sich alles automatisch. Ja.
alles, was so ein bisschen stärker, also was prägnanter ist, das könnt ihr auch noch ein bisschen nachzeichnen. Und dann haben wir hier die Augen. Ich mache hier meine Augen, die ich immer so male. Also ich mache selten offene Augen. Ihr könnt aber auch gerne andere Formen von Augen mit einbeziehen. Ihr könnt die Augen offen oder geschlossen, wie auch immer. So, als nächstes malen wir die Ohren an. Die sind auch zwei Kreise, wie beim Teddybären eigentlich. Aber Tiger haben keine spitzen Ohren. So, die fügen wir jetzt hier auch noch mit dran. Und dann seht ihr schon, dass es relativ fix geht. Der Rest sind eigentlich nur noch Details, die wir hier mit einbringen. So, wir wollen das hier natürlich ein bisschen fransig und flauschig haben. Und dann malen wir hier, das mache ich nur mit ganz einfachen Linien, malen wir hier die Linien, das Muster des Tigers nach. Ne? Da könnt ihr auch, ich habe mal gelesen, dass das wie so ein Fingerabdruck beim Menschen ist. Das Muster eines Tigers oder auch des Zebras, die Streifen sind ganz individuell, also ihr könnt euch da wirklich frei ausleben. Übernehme jetzt aber mal das Muster, was ich hier drüben habe. So, hier an der Seite. Und hier haben wir auch Muster drauf auf den Wangen. Ich will euch nur noch mal das Bild zeigen, dass ihr seht, dass das gleich ganz anders aussehen wird. Ne? Also sobald die Farbe ins Spiel kommt, sieht das nicht mehr so geometrisch geformt aus. Dann haben wir hier den Oberkörper, die Schultern. Und da gehen wir dann einfach nach unten. Ich habe hier die Pfoten einfach mal weggelassen. Ihr könnt den Tiger gerne ins Wasser stellen, in Schnee stellen, wie auch immer. Die Pfoten könnt ihr aber auch gerne mit ranmalen. Ich lasse die jetzt hier erstmal weg, weil das nochmal eine ganz andere Thematik ist. Denn ich finde, der Kopf, der kann schon schwer genug sein. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr hinten natürlich auch noch den Schwanz des Tigers mit anbringen. So. Überflüssige Linien könnt ihr hier weglassen, mit draufmalen. Das könnt ihr wirklich machen, wie ihr das möchtet. So, wie kriege ich diese Skizze jetzt auf dieses Blatt Papier? Das ist gar nicht so schwer. Dafür brauchen wir nämlich den anderen Bleistift. Das ist nämlich ein 2B-Bleistift. Also ein weicher Bleistift sollte es sein. Und da schraffieren wir jetzt die Rückseite. Seid ruhig großzügig. Wichtig ist vor allen Dingen beim Kopf, haltet ruhig gegen das Licht, dann könnt ihr das sehen, ob es wirklich durchgedrückt, also ob ihr wirklich alles flächig habt. Und dann bringen wir die Skizze, ach, siehste, Materialaufzählung, Aquarellpapier. Dann bringen wir die Skizze aufs Papier, damit sie nicht verrutscht. Gerne festmachen. Mir reicht das meistens, dann rutscht es schon meistens nicht mehr. Und jetzt gehen wir mit dem Bleistift. Es ist jetzt egal, welchen Bleistift ihr nehmt. Ich nehme jetzt mal den, weil sich dadurch die Linien noch mehr hervorheben, ne, damit ihr seht, was ich jetzt hier nachmale. Denn ich male jetzt nicht alles nochmal nach, was wir hier aufgemalt haben. Aber was mir gerade einfällt, ich habe die Linien hier vergessen. Ne? Das Muster auf den Beinen. Und das male ich jetzt hier nochmal nach. Und hier gehe ich jetzt gar keine gerade Linie runter, sondern wirklich nur die Fellstruktur, damit ich ungefähr weiß, wo ich lang muss. Und ich gehe auch gar keine gerade Linie, ich gehe wirklich nur vereinzelt die Linien lang. Ihr könnt auch gerne mal schauen, ob das bei euch auch wirklich durchdrückt, ne?
Die Schwanzspitze ist übrigens auch schwarz. Und hier können wir natürlich auch ein paar Linien reinzeichnen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir alles haben. Wir haben den Kopf, die Nase, die Schnauze, die Ohren, den Schwanz, die Beine, alles dran. Alles, was wir brauchen. Hier nochmal der Vergleich. Dann können wir das hier auch abnehmen. Denn die Skizze brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich würde auch sagen, wir verlieren hier gar keine Zeit und fangen jetzt direkt an. Die Augen sind weiß und die Schnauze ist weiß. Der Bauch und der Hals vorne, ne? Und die Beininnenseiten sind auch relativ hell. Ich habe es jetzt hier trotzdem ein bisschen dunkler gelassen, weil es ist ja eh relativ dunkel da unten, weil es halt auch Schatten wirft. Und das Innenleben von den Ohren habe ich auch hell gelassen. Das Einzige, was ich gar nicht ausgemalt habe, ist wie gesagt die Schnauze und die Augen. Dann nehmen wir, hier schon mal so ein bisschen Wasser rein. Und dann nehmen wir hier, benutze ich Lichterocker, ganz wenig. Auch ganz verwässert und malen jetzt hier ganz hell. Es müssen keine sauberen Kanten sein, es kann ruhig alles schon ein bisschen flauschig sein. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, aber die Augen habe ich ausgespart und die Schnauze habe ich ausgespart. Ja, könnt die Nase gerne noch, muss aber nicht. Ob das jetzt trocken ist oder nicht, das ist völlig egal. Wir gehen jetzt einfach mit der nächsten Farbschicht. Die können ruhig ein bisschen ineinander verlaufen. Die nächste Farbschicht ist auch wieder mit Lichterocker. Und jetzt mit ein bisschen Indischgelb, weil das so einen Orangeton hat. Auch relativ dünn. Ja, gut, es sollte nicht zu dünn sein. Wenn ihr einen weißen Teller benutzt, seht ihr natürlich auch die Farbe, wie sie auf dem Papier aussehen könnte. Heißt aber nicht, dass sie auch so getrocknet aussieht. So, und jetzt gehe ich hier ganz locker mit der Pinselspitze. Und wie gesagt, dort wo es noch feucht ist, lasst es ruhig ineinander verlaufen. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Indischgelb dazu. Und ein ganz kleines bisschen Spinellbraun. Ne? Ihr müsst nicht die identischen Farben nehmen. Und auch hier gehe ich wieder ganz locker Pinselstrichen lang. Und da kriegt der Tiger an und für sich schon so eine, ja, schon so seine Note. So, als nächstes geht hier rucki zucki.
wie gesagt, es muss auch nicht gleich alles trocknen. Als nächstes nehme ich ein bisschen Schwarz. Und hier ist es tatsächlich nur zum Andeuten. Hier gehen wir jetzt einfach mal die Linien lang, die das Muster des Tigers darstellen sollen. Ja? Kann hier auch ruhig verlaufen. Lasst in der Nase hier ruhig ein bisschen was frei. Da kommt nämlich gleich noch ein rosa Pünktchen rein. So, und da bekommt man schon noch mehr ein Gefühl, wie das hier gleich alles aussehen wird. Mit dem Grau. Grau könnte man ja auch wirklich sagen. Mal lang an der Schnauze unten, um das einfach schon so ein bisschen abzugrenzen. So, das sieht noch nach gar nichts aus. Ich glaube, das ist immer der Punkt bei einem Bild, wo man denkt so, oh Gott, ich will aufhören. Das Auge gehe ich noch tatsächlich wie so einen breiten Lidstrich nach. Und ihr müsst die Linien, das Muster des Tigers auch gar nicht da ansetzen. Die könnt ihr auch gerne woanders ansetzen. Das war's mit dem dicken Pinsel. Das Bild muss jetzt trocknen. Ich gehe jetzt hier mal ganz fix mit dem Föhn ran. Wie gesagt, das ist der Punkt an einem Bild, wo man sich denkt, wird es noch was? Ja, es wird noch was. Denn ihr seht die gleichen Farben hier im Hintergrund vom Tiger. Und wir werden jetzt in die Details reingehen. Jetzt kommen wir zu dem dünnen Pinsel. Denn jetzt wird es nämlich auch franselig. Und wie gesagt, ich habe hier einen Schlepper. Ihr könnt aber auch einen ganz anderen dünnen Pinsel nehmen. Ich habe hier einen ganz normalen Rundpinsel in der Größe 0 oder 2. In der 2 ist ein bisschen zu dick, würde ich sagen. Ich würde sagen, mindestens in der Größe 0 sollte der Rundpinsel schon sein. Und auch den. Ihr habt gesehen, wie locker ich den Pinsel gehalten habe. Hier wird nicht fest aufgedrückt und irgendwelche Farbe vermanscht. Nein, wir machen das ganz locker mit der Pinselspitze. Auch mit dem und auch mit einem ganz normalen Rundpinsel in der Größe 0. Wir gehen jetzt hier nochmal in die Farbe hier rein. Die schöne Farbe aufnehmen. Gucken, dass die Farbe vorne nicht zu sehr so einen dicken, fetten Tropfen daran bildet, streicht den Pinsel ruhig ab. Und wir gehen jetzt hier ganz locker nochmal mit der Farbe rüber. So, ihr seht schon, das ist, kriegt ein ganz anderes Bild oder eine ganz andere Wirkung schon. Er ist ein bisschen intensiver jetzt von der Farbe und wir bleiben bei dem Pinsel. Wir nehmen gar keinen anderen Pinsel mehr, außer vielleicht, um die Farbe noch ein bisschen anzumischen. Denn jetzt werden wir mit dem Braun noch einen Ticken dunkler. Ein bisschen kräftiger. So, wir
fangen dort an, wo wir vorhin auch angefangen haben, denn da ist die Farbe schon trocken. Ich finde, man sieht jetzt hier schon, wie flauschig der eigentlich ist und wird. Und jetzt gehen wir mit noch einer Schicht Braun drüber. Ich finde, hier ist die Detailarbeit, also in Details kann man sich immer super gut verlieren. Und deswegen werden wir jetzt noch einen Zacken dunkler in der Braunfarbe. Und da nehmen wir jetzt nichts von dem, was wir schon benommen haben, also kein lichter Ocker, kein Spinellbraun. Wir nehmen jetzt ein ganz kleines Tickelchen Umbra gebrannt rein. Und die Fasern, oder die einzelnen Linien, die müssen nicht jeder einzelne Strich für sich zu sehen sein. Ihr könnt die ruhig ineinander verlaufen lassen, ne? Also es kann ja ruhig auch ein bisschen flächig zwischendurch sein. Aber ich finde, man sieht jetzt schon, wie flauschig der ist. Ich würde mal am liebsten reingreifen wollen. So, und jetzt, als nächster Schritt, kommen wir zum Schwarz. Wir gehen jetzt noch nicht direkt mit dem ganzen Schwarz ran. Geht das ja ins Fell über. Jetzt hier über unseren markierten Linien quasi einfach mit ein bisschen verdünnten Schwarz rüber. Um die noch ein bisschen mehr anzudeuten. Auch hier seht ihr, es müssen nicht alle Fasern einzeln zu sehen sein.
Und der letzte Schritt, stopp, der vorletzte Schritt, wir haben was Rosanes vergessen. Ein ganz kleines Pünktchen Magenta rein. Ganz zart. Und als nächsten und letzten Schritt kommen wir zu Schwarz und das ist die finale Runde und da gehe ich direkt in den Napf. Ihr könnt euch hier so einen Tropfen Wasser schon reinmachen, dass ihr so ein bisschen was angelöst habt. Und da müsst ihr jetzt auch aufpassen, dass ihr da nicht einen zu fetten Tropfen an eurem Pinsel unten habt. Und hier gehen wir jetzt auch nochmal ganz vorsichtig die Linien lang und die kann auch ruhig unterbrochen sein oder ein bisschen dicker und ein bisschen dünner. Und dann kriegt das Ganze schon eine ganz andere Wirkung. Die Schnauze hebe ich mir ganz bis zum Schluss auf. Passt vielleicht auf, dass ihr im Gesicht vielleicht nicht ganz so dick werdet mit den Linien. Und um das Ganze einfach so ein bisschen einzurahmen, das habe ich hier auch gemacht, gehe ich bloß so ganz gestückelt, so ein bisschen, damit es ein bisschen so eingerahmt wird halt. Ne? Hier so ganz vorsichtig, auch gar nicht durchgängig. Dass man die Konturen ein bisschen besser erkennen kann. Übrig bleibt noch die Schnauze, beziehungsweise auch noch die Augen. Hier habe ich die Nase tatsächlich ein bisschen breiter gemacht, sehe ich gerade, schmaler gemacht als bei dem hier. Bisschen breiter machen. Aber so ist jedes ein Unikat. Jeder, ne, wir haben ja auch unterschiedlich große Nasen. So, dann hier die Nasenlöcher. So, und was man mit diesem Schlepper jetzt hervorragend hinkriegt, was man aber auch mit einem schmalen Pinsel hinbekommt, sind die Schnurrhaare.
Und was soll ich sagen? Wir sind fertig. Immer anders. Kommt immer auch auf den Gemütszustand drauf an. Ich sehe gerade, der sogar einen Ticken mehr Gelb drin. Wie auch in der Natur sehen wir halt alle unterschiedlich aus. Und genau das zeigt es ja auch wieder. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie eure Tiger aussehen. Ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr eure Tiger, die wir hier zusammen gemalt haben, die ihr vielleicht in meiner Begleitung zusammen gemalt habt, wenn ihr die in den sozialen Medien teilt. Da würde ich mich sehr freuen. Hashtag Sonntags mit Lillis. Verlinkt mich gerne at lillis.berlin. Wenn ihr mehr solche Tutorials oder mehr Anleitungen sehen möchtet und ihr meine Erklärweise angenehm findet, kommt ja auch immer darauf an, folgt mir hier gerne. Gebt mir gerne einen Daumen, hinterlasst einen Daumen bei dem Video und ich freue mich. Ich freue mich für euch, mit euch und ja, habt viel Spaß beim Malen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und habt's fein. Tschüss!